Ich begrüße euch zu einer Folge Phoenix Wright Ace Attorney. Heute wollen wir uns zur lieben Lana bewegen, weil wir mit der noch über einiges reden möchten. So, 24. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Da ist sie auch schon. Lana! Herr Wright, es scheint so, als würde ich Ihnen ständig neue Schwierigkeiten bereiten. Manipulieren von Beweisen. Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Verbrecher halten sich nicht am Fairplay, warum sollten wir es dann tun? Aber Lana, wenn du dich irrst, könnte eine unschuldige Person für schuldig befunden werden. Glaube mir, ich kenne die Risiken. Lana, Emma hat mir von Ihnen erzählt. Ach ja, darüber, dass Sie vor 2 Jahren noch Inspektorin waren. Und dass der Fall SR9 der Grund für Ihre Versetzung ins Büro des Staatsanwalts war. Das ist richtig. Könnten Sie mir die Details erläutern, insbesondere zum erstaunlichen Laufbahnwechsel? Ich denke, Sie haben ein Recht, das zu erfahren, Herr Wright. Okay, jetzt wird's interessant, denke ich mal. Reden wir ein bisschen mit ihr. Beim Prozess kam einiges ans Tageslicht, so zum Beispiel auch die Tatsache, dass dieser Fall weitgehend in einen anderen Fall von vor 2 Jahren verstrickt ist. Beweise aus diesem Fall wurden gestohlen. Das hatte ich nicht anders erwartet. Ich weiß, wie besessen Wachtmeister Marshall sein kann. Jener Prozess, der war nicht wirklich fair, oder? Ich habe an dich geglaubt, Lana. Ich glaubte, egal was auch passieren würde, du würdest der Wahrheit treu bleiben. Es ging nicht anders, Emma. Beim Prozess vor 2 Jahren habe ich meine Seele verkauft. Nun, wenn wir diese traurige Seite mal außer Acht lassen, bleibt trotzdem die Tatsache, dass um 17.15 Uhr kein Mord im Polizeirevier verübt wurde. Sag mir, dass das nicht stimmt, Lana. Das, was die Zeugin Frau Star sagte. Darüber, dass du Herr Goodman mit einem Messer erstochen hast. Lana, ich verstehe das nicht. Warum sagst du es uns nicht einfach? Das stand kein einfach, alles klar. Egal. Emma, es betrifft nicht nur mich. Ich glaube, ich habe Lana noch nie so mutlos gesehen. Okay. Ich habe übrigens momentan so ein bisschen Husten, deswegen nicht wundern, wenn ich mich immer so ein bisschen räuspere. Es stimmt, ich war ja Mitglied der Polizeitruppe vor 2 Jahren. Sie war unglaublich. Es wird immer noch über all die Fälle gesprochen, die sie mit Gent zusammen gelöst hat. Polizeichef Gent? Er war der stellvertretende Leiter der Kriminalabteilung, aber auch Tatortermittler. Damon Gant, oder... Ich weiß immer noch nicht, ob ich Gant oder Gant sagen soll. Ich finde irgendwie Gant klingt cooler als Gant. Damon Gant war alles, was ich immer angestrebt hatte. Das beste Team aller Zeiten. Sie lösten die Fälle kaum, dass die Meldung einging. Die große Schwester ist Emmas großes Idol. Aber jetzt sind sie Generalstaatsanwältin. Was ist passiert? Ich hatte immer vor, Staatsanwältin zu werben. Inspektorin wurde ich... Um Erfahrung mit dem Tatort zu sammeln, die du dann im Gericht brauchtest. Ganze Hilfe beim Fall SL9 war für die Aufklärung entscheidend. Danach wurde er Polizeichef und arrangierte meine Verletzung als Büroer Staatsanwaltschaft. Vielleicht sollte ich mehr Fragen zu dieser Ermittlung vor 2 Jahren stellen. So. Dark-Ermittlung. Vor zwei Jahren war ich bei den Ermittlungen gegen Dark stellvertretende Leiterin. Stellvertretende Leiterin? Das heißt, der Oberinspektor war zweifelsohne Damon Gant. Ja, Inspektor Gant und ich haben uns ein Büro und die Ermittlungen geteilt. Sie waren sogar im selben Büro. Wir leiteten ein Team der Westinspektoren im Polizeirevier. Inspektor Goodman, dessen Fall es war, Jake Marshall und Angel Star. Zum ersten Mal arbeitete Marshall mit seinem Bruder. Er war etwas übereifrig. Es gab keinen Zweifel. Joey Dark war der Serienmörder. Wir bestellten ihn zum Verhör. Wir suchten verzweifelt nach Beweisen. Da geschah der letzte Mord, als er versuchte, Emma umzubringen. Staatsanwalt Marshall hat versucht, mich vor Dark zu retten. Sehen Sie, die erste Person, die am Tatort eintraf, war ich. Das sagt sie uns jetzt. Okay. Inspektor Gant und... Staatsanwalt Marshall verhörten Dark an diesem Tag. Die Ermittlungen waren kurz vor dem Abschluss, als Dark in Panik geraten sein muss.
Er wartete, bis Gant und Marshall nicht aufpassten und floh dann aus dem Zimmer. Von dort rannte er direkt zum Büro, das Inspektor Gant und ich... Das sagt Emma. Büro, das Inspektor Gant und ich uns teilten. Dort traf er auf mich. Sie waren also die erste Person, die zum Tatort rannte, Lana. Scheint so. Ich erledigte Papierkram, während Gant und Marshall Dark verhörten. Als ich zu meinem Büro zurückkam, sah ich drei Körper und roch Blut. Drei Körper? Staatsanwalt Marshall, das Opfer, Emma, die bewusstlos war. Und den Verdächtigen, Joey Dark. Während des Kampfes hatte Herr Marshall einen letzten Schlag gelandet, ehe er starb. Joey Dark hatte eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und lag bewusstlos da. Was haben sie getan? Ehrlich gesagt, geriet ich in Panik. Ich hob Emma auf und trug sie aus dem Zimmer und hielt sie einfach nur fest. Kann ich ihr nicht verdenken, nach allem, was ihre Schwester durchgemacht haben musste. Anschließend ließ sich Dark sofort in Gewahrsam nehmen. Lassen Sie mich das klarstellen. Sie waren alle in dem Fall hinein verwickelt. Das ist richtig. Ganz schöner Zufall, hm? Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Was sagen Sie da? Es ist völlig unmöglich, dass alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, auch in jenem Fall verstrickt waren. Warten? Müsste das nicht Waren heißen? Egal. Und zwar rein zufällig. Aber jener Fall wurde doch vor 2 Jahren aufgeklärt. Wenigstens eine Person ist ausgetickt, weil sie glaubt, er sei nicht gelöst worden. Wachtmeister Marshall. Ja, seine Handlungen haben auch mich überrascht. Seit sein Bruder gestorben ist, hat er sich völlig verändert. Ich denke, er war nicht von dem Urteil gegen Joey Dark überzeugt. Das Leben endet nicht mit dem Abschluss eines Falls. Jeder muss den Rest seines Lebens mit seiner Erinnerung fertig werden. Jener Fall ist unter Umständen noch nicht ganz abgeschlossen. Emma wurde von Dark im Polizeirevier angegriffen, stimmt's? Ja, in dem Büro, das ich mir mit Damon Gant teilte. Das Büro, das Herr Gant jetzt alleine besetzt, als Büro des Polizeichefs. Vielleicht sollten wir uns Gants Büro mal ansehen. Letztes Jahr Neumord geschah dort. Okay. Dann, gehen wir da jetzt mal hin, würde ich sagen. Kriminalabteilung wahrscheinlich, oder? Erstmal. 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Ich kann Inspektor Gant schon nirgendwo entdecken. Erst ist es heute irgendwie ruhig hier. Du hast recht, der Revierleiter scheint aber dasselbe zu sein. Warum suchen wir nicht nach anderen Leuten, mit denen wir reden können? Gut, wir können ja später nochmal herkommen. Okay, wohin gehen wir dann jetzt? Zum Eingang vielleicht mal. 24. Februar, Polizeirevier, Eingang. Oh, da ist Marshall. Tagchen, Bambina. Ach, Herr Marshall. Haben wir nicht gedacht, dass sich die Dinge so entwickeln würden, als ich aufwachte. Que sera sera. Man weiß nie, wohin ein das Leben führt, nicht wahr, Bambina? War abzusehen, dass es mit meinem Glück vorbei ist, als Billy morgens vertrocknet war. Billy? Muss für seinen Schoßkaktus sein. Sagen Sie mal, wohin geht's denn? Nur rüber zum Büro der Staatsanwaltschaft für ein kleines Verhör. Ist ein freiwilliger Auftritt. Aber wir wissen ja alle, dass ich da nicht wieder rauskomme. Tut mir leid, aber Sie können heute nicht in den Beweisraum gehen, Amigo. Aber, Herr Marshall, warum haben Sie es getan? Warum sind die Goldgräber in den Westen gegangen? Wenn es jemand mit dem Fall gab, zu dem ich die Wahrheit wissen musste, war es dieser. Bevor Sie sich stellen, Herr Marshall, würde es Ihnen etwas ausmachen, uns alles zu erzählen, was passiert ist? Sieht so aus, als würde ich heute kein Steak zum Mittagessen bekommen. So, Tagsprozess. Irgendwie war es mit diesem Prozess von Anfang an etwas faul. Mit dieser Meinung war ich nicht alleine. Alle Inspektoren dachten das. Etwas war faul? Wieso das? Einige der berichteten Fakten passten nicht zu den Beweisen, die wir fanden. Zum Beispiel die Mordwaffe. Die Mordwaffe? Sie meinen das Springmesser mit der abgebrochenen Spitze? Es gehört Joey Dark, das stimmt. Aber aus dem ersten Autopsiebericht ergab sich eine Frage. Eine Frage? Die Klinge des Messers passt nicht hundertprozentig zu der Verletzung des Opfers. Was hat das zu bedeuten? Das heißt, es bestand die Möglichkeit, dass das Messer nicht die Mordwaffe war. Aber aus dem schließlich eingereichten Bericht wurde diese Möglichkeit entfernt.
wurden die Fakten durch falsche Beweise verschleiert? Dieser Fall hat seine Narben an uns allen hinterlassen. Die Narben, die der Fall S9 hinterlassen hat. Okay. Ich habe das Aussehen, ich habe das Aussehen, ja, den Verstand. Die sehen aber beide relativ gleich aus, eigentlich. Nur die Augen sind halt so ein bisschen anders irgendwie. Und das Marshall, also dieser Marshall jetzt hier im Bart hat. Und die hat die andere Marshall nicht. Er war einer der besten Staatsanwälte hier. Ich war gerade zum Inspektor befördert worden, als es geschah. Es war unser erster gemeinsamer Fall. Wie alt war er, ihr Bruder? Er war damals 27. Ihm wurden an diesem Tag die höchsten Ehren zuteil. Die höchsten Ehren? Das meint doch nicht. König der Staatsanwälte. Nicht der schon wieder. Genau wie Edgeworth jetzt. Warum sehen Sie mich so an? Das ist meine Ehre für eine Ehre für einen Staatsanwalt. Herr Marshall muss seinem Bruder wirklich nahe gestanden haben. Der Tag, an dem sich der Fall S9 ereignete, war doch nicht etwa derselbe Tag, an dem... Stimmt, genau. Das war der Tag des Beweis mit der Transfers. Interessant. Was ist eigentlich... Wieso haben die beiden Fälle so viele Gemeinsamkeiten? Das kann doch halt echt kein Zufall sein. Es nieselte da an diesem Morgen und als die Nacht anbrach, gab es Donner. Ich kann nicht glauben, dass schon 2 Jahre vergangen sind. Ich habe versucht, dass die Beweise zu stehlen, damit der Fall nicht begraben wird. Offensichtlich hat jemand versucht, sie aufzuhalten. Inspektor Goodman wurde ermordet. Und der Schrank mit den Beweisen war leer. Okay. Das ist interessant. Bei diesem Fall spielte sich einiges hinter den Kulissen ab, das erfuhren wir später. Jeder an den Ermittlungen beteiligte Inspektor, außer einem, bekam etwas ab. Okay, das ist interessant. Frau Star wurde entlassen und nicht in ein winziges Kämmerlein verbannt. Was war mit Inspektor Goodman? Wenn mit ihm auch etwas passiert wäre, hätten die Direktoren Verdacht geschöpft. Nein, sie waren vorsichtig genug, es nicht zu auffällig zu machen. Sie? Von mir sprechen Sie? Reg dich nicht auf, Bambina. Ich meine Devon Gunt und Anna Sky. Okay. Oberinspektor Devon Gunt und seine Chefrichterin Anna Sky. Es gab niemanden bei der Polizei, der nicht von diesem Duo gehört hatte. Dieser Fall war für beide der größte Schritt auf der Karriereleiter. Nach Abschluss des Falls wurde Lanas Büro des Staatsanwalts versetzt, oder? Ja, Damon Gunn, der neue Polizeichef, hat das so eingefädelt. Nachdem sie wegging, war sie nie wieder dieselbe. Hä? Jeder, der sie kannte, war dieser Meinung. Generalstaatsanwalt Sky war ganz anders, als sie noch Inspektorin war. Jetzt, wo er es sagt, Emma, das hat doch auch sowas erwähnt. Sagen Sie mir, was ist mit meiner Schwester passiert? Sorry, Bambina, aber ihr Geheimnis war zu gut behütet. Ich habe es nie herausgefunden. Nein, das Geheimnis. Alles begann vor 2 Jahren. Jetzt haben sie also gehört. Das ist meine Geschichte. Hat sie Ihnen gefallen, Amigo? Zumindest erklärt sie einiges. Heute vor Gericht habe ich eins mit Sicherheit feststellen können. Dieser junge Edgeworth ist nicht mein Feind. Er war derjenige, der manipulierte Beweise benutzt hat, um einen Schuldspruch zu erwirken. Aber jemand anderes hat ihm die Beweise gegeben und alles geplant. Dieser jemand ist Damon Gunt. Sie glauben mir nicht? Verständlich. Morgen bin ich nicht mal mehr Streifenpolizist. Nur schade, dass ich nicht mehr da sein werde, um mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du eine richtige wissenschaftliche Ermittlerin geworden bist. Adios, Bambina. Okay. Das ist interessant. So, dann gehen wir jetzt einfach mal, ich würde sagen, zu Edgeworths Büro. Ob da was passiert. Aber hier scheint auch was zu passieren. Ja, ich lese das jetzt nicht vor. Heute ist niemand hier. Nicht mehr Frau Star. Alle befassen sich wohl gerade damit, was im Beweisraum genau vorgefallen ist. Dort müsste Inspektoren sein.
Aber wir haben doch heute im Gericht bewiesen, dass Claire um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens im Beweisraum getötet wurde. Ja, ich dachte, wir würden dem Fall endlich etwas vorankommen. Stattdessen sieht es so aus, als würden wir Lanas Schuld noch weiter untermauern. Halte durch, Lana. Bis morgen muss ich alle Antworten gefunden haben. Okay. Dann gehen wir als Echo, würde ich sagen. 24. Februar, Büro des Oberstaatsanwalts, Zimmer 1202. Herr Eschhoff ist nicht hier. Vielleicht wurde er von einem Untersuchungsausschuss verhört. Er musste heute im Gericht ganz schön Prügel einstecken. Ja, als er dann zugegeben hat, dass sie vor 2 Jahren Weise manipuliert hat. Ich glaube, wir sollten einfach später wiederkommen. Okay, das ist das Ding. Wo gehen wir als nächstes hin? Wollen wir vielleicht mal probieren, ob jetzt irgendwer bei der Polizei ist? Weil andere Möglichkeiten haben wir halt nicht mehr. Deswegen müssten wir jetzt wahrscheinlich zu... Oh, das war falsch. Irgendwie zu Gant kommen oder Gant. Dieser Name. Ich bin mir immer nicht sicher, aber ich finde halt irgendwie Gant klingt cooler als Gant. Ah, hier. Wirklich. 400 Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hier ist noch nie viel los, aber heute ist hier keine Menschenseele. Das heißt, dass alle fleißige Verbrechen aufklären. Ach, wenn sie nach den anderen suchen, die sind alle im Konferenzzimmer. Danke. Oh, er hat tatsächlich mal mit uns gesprochen. Nachdem der Polizeichef Lana das Tat bekannt gab und entschieden wurde, was aus Herr Ashworth wird, ganz zu schweigen von unseren Presseerklärungen und dem morgigen Prozess, herrscht ein Chaos, als wäre morgen Weihnachten und Ostern. Ich glaube, in diesem Zusammenhang spricht man eher von Festen. Wir würden gerne meinem Büro das Polizeichef Gant umsehen. Gehen Sie einfach über den Flur in das andere Gebäude und dann ins oberste Geschoss. Wirklich? Sie meinen, wir dürfen dort hineingehen? Ich meine, wir sind doch keine Polizeibeamten oder so. Hey, du hast recht! Wir können doch nicht reingehen, der Zutritt ist verboten! Jetzt weiß ich, wo der Inspektor Gamschuh seinen einmaligen Charme bezieht. Nun, worauf warten wir noch? Ab ins Büro des Polizeichefs! Wow. Alles klar, okay. Büro des Polizeichefs. Wow. Das sieht spannend aus. Okay. 24. Februar, Polizeirevier, Büro des Polizeichefs. Der hat einfach eine riesige Orgel dort stehen, alles klar. Oder da hinten ist ein Bild. Boah. Wo bin ich hier? Im Büro des Polizeichefs, Sommerchen. Da steht doch zumindest eine Tür. Sieh dir diese Orgel an. Die ist echt, oder? Hey, ich hatte Orgelunterricht im Kindergarten. Nannte mich Kleines Fräulein Bach. Geh da doch nicht dran, Emma. Ich dachte, ich wäre ein Genie, bis sie versuchten, mir Noten beizubringen. Oh Gott, Emma, was tust du? Das hört doch jeder. Ich konnte mir nie merken, wo das C war. Bist du eigentlich irgendwie doof? Das ist doch mega einfach. Oh, toll. Hm? Ach, sie beide. Boah, ist das Schiff ganz. Er hat das Dokument, das er gelesen hat, in seinen Schreibtisch gelegt. Nun, Herr Wright, wollen Sie in letzter Zeit mal schwimmen? Nein, war ich nicht. Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Das verstehe ich. Ich hatte auch alle Hände voll zu tun mit Marshalls Fehlverhalten. Und dann als provokative Äußerung. Provokative Äußerung? Ach, Sie meinen zu den manipulierten Beweisen. 2 Jahre sind seit jedem Vorfall vergangen. Hoje, wie die Zeit vergeht. Sehen Sie das große Bild dort an der Wand? Das ist ein Bild von Lana, Neil und mir. Das ist also Herr Marshalls Bruder, Staatsanwalt Neil Marshall. Es wurde als Andenken an unsere Zusammenarbeit gemacht. Irgendwas stimmt mit diesem Bild nicht. Da fallen mir jetzt einige Sachen auf. Gucken wir das Bild mal an. Erstens, was klar ist, Neil hat seinen Preis in der Hand. Zweitens, achtet mal auf die Vase im Hintergrund. Das ist die, die wir zusammengebastelt haben. Und drittens, wer steht an dem Lana? Ist das irgendein Typenkostüm oder was? Auch wenn ich es nicht genau ausmachen kann. Ja doch, also mir fällt euch schon was auf, Phoenix. Ja, ganz.
Ich würde gerne den ganzen Tag in Erinnerungen schwelgen, aber ich habe noch zu tun. Ich werde hier abschließen, also kommen Sie bitte mit raus. Oh, aber dieses Büro war doch vor 2 Jahren ein Tatort, oder? Ja, Fall ist doch schon lange abgeschlossen. Weitere Ermittlungen sind unnötig. Wie auch immer, wir würden uns trotzdem gerne etwas umsehen. Vielleicht haben Sie mich auf euch verstanden. Ich sagte, es ist nicht nötig, noch mehr zu ermitteln. Beeilung jetzt, raus mit euch. Ich muss zu einer Besprechung. Okay, der hat irgendwas zu verbergen. Zumindest kommt es mir so vor. Sieht so aus, als wären wir nicht willkommen. Scheint so, als wäre der Fall immer noch nicht vorbei. Was meinen Sie damit? Polizeichef Gant hat unsere Bitte, den Tatort zu untersuchen, abgelehnt. Das heißt, es muss einen Grund geben, warum wir uns dort nicht umsehen sollen. Sie meinen so etwas wie ein Hinweis? Wir müssen irgendwie in das Büro des Polizeichefs gelangen können. Ich würde sagen, wir gucken in der Gerichtsakte erstmal dieses Bild an. Prüfen. Schade, man kann jetzt nichts irgendwie, keine Ahnung, diese Vase untersuchen oder sowas, weil ich hätte, wenn wir jetzt auf die Vase klicken könnten, quasi untersuchen könnten, würde Phoenix auffallen. Ach, die kenne ich doch, aber nee, geht nicht. Schade, dann, keine Ahnung, bewegen wir uns nochmal und gehen einfach mal, komm, wir gehen nochmal in die Kriminalabteilung und gucken, ob da jetzt irgendwer da ist oder so. Ja, guck mal. 400 Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hör mal, lieber! Inspektor Gamschuh, waren Sie bei einer Besprechung? Ich mache nur eine kleine Verschnaufpause. Meine Füße tun weh. Vom langen Sitzen in der Besprechung? Nun ja! Ich musste einen Kaffee servieren. Klingt so, als wäre Inspektor Gamschuh immer noch in Ungnade. Sagen Sie, haben Sie ja vielleicht Edgeworth gesehen? Edgeworth? Nein, wieso? Das Polizeirevier und das Büro der Staatsanwaltschaft haben es auf ihn abgesehen. Er ist beinahe so wie bei einer Schlacht zwischen den... Was? Zwischen ihnen beiden vor Gericht. Das klingt ernst. Liegt es an dem, was meine Schwester gesagt hat? Nun, im Prinzip läuft letztlich alles darauf hinaus. Auf diese manipulierten Beweise vor 2 Jahren. Jetzt hat die ganze Welt etwas Blut geleckt. Ach du Schande. Okay, ich würde auch sagen, wir reden im nächsten Part mit Gamschuh. Bis dann, ciao, euer V-Bro. Tschüss.